An der Börse wie auch im richtigen Leben gilt, vielleicht sollte man die Party dann verlassen, wenn sie am schönsten ist. Und an der Börse war die Party für die Bullen ja ziemlich schick. Nach all dem Leid, das man vorher erlitten hat, es ging ziemlich deftig nach oben. Eine impulsive Bärenmarkt-Rally, die auf zwei Prämissen basierte. Erstens, die Inflation hat ihr Peak, ihren Hochpunkt erreicht. Zweitens, die Fed wird im September pausieren und nicht mehr die Zinsen anheben. Möglicherweise also noch zwei Zinsanhebungen à 0,5%. Und dann war es das. Das war also der Auslöser, der Grund für diese Rally. Aber die Grundlagen dieses Narrativs, die beginnen jetzt praktisch zu zerbröseln, denn die EU hat ein Ölembargo erlassen, das treibt die Ölpreise weiter nach oben, das wiederum hält die Inflation oben oder lässt sich sogar noch weiter steigen, worauf die Fed dann wieder agieren muss, wodurch die Zinsen weiter steigen, wodurch dann den Märkten wiederum Liquidität entzogen wird und bums war es das mit dieser Bärenmarkt-Rally. Das zumindest ist die Perspektive, die sich jetzt auftut und warum das so ist, das will ich Ihnen jetzt mal zeigen. Zunächst zu diesem Energieembargo. Uschi war ganz stolz, dass es also doch noch geklappt hat mit diesem Ölembargo gegen Russland. Man hat einen Kompromiss gefunden, man will allerdings bis Jahresende 90% der Ölimporte letztendlich vermeiden oder nur noch 10% des bisherigen Volumens importieren. Und zwar ist es die sogenannte Druzhba-Pipeline, die jetzt noch offen bleibt, und zwar die südliche. Es gibt eine nördliche, gleich eine Grafik dazu, und eine südliche Pipeline. Die südliche bedient unter anderem Ungarn, das ja so ein Problemkind hier war, weil die gesagt haben, wir sind komplett von russischem Öl abhängig, was sollen wir denn sonst tun? Also hat die EU gesagt, gut, könnt ihr noch weitermachen, aber die anderen verzichten auf dieses Pipeline-Öl. Und das bedeutet, dass vor allem jetzt Schiffslieferungen nicht mehr gestattet sind durch oder russisches Öl über Schiffslieferungen nicht mehr kommen kann. Das sind etwa 2/3 der russischen Exporte in die EU und das wiederum treibt eben den Ölpreis nach oben. Das dürfte dann das Klima nochmal verschlechtern zwischen Russland und der EU, zumal die Russen gestern ja Gaslieferungen an die Niederlande gestoppt haben, weil das staatliche niederländische Unternehmen sich geweigert hat, in Rubel zu bezahlen. Ist das ein Vorgriff auf das, was in Deutschland dann noch passieren wird? Das ist das eine. Das andere ist, dass Putin Serbien mit einem vorteilhaften Gasvertrag belohnt hat. Also man wendet sich an die orthodoxen Kollegen in Serbien. Die Bulgaren spielen da nicht mit, die sind auch teilweise orthodox. Also wir sehen hier, wie die Dinge sich geopolitisch weiter verschärfen. Letztendlich jedenfalls schauen wir uns noch mal diese Pipeline an. Wir sehen eben oben diese Northern Druzhba. Druzhba heißt ja, glaube ich, Freundschaft. Die geht unter anderem durch Schwedt, das wiederum diese Raffinerie, die wiederum ganz Ostdeutschland und Berlin versorgt. Und die südliche, die geht über Slowakei, Ungarn, Tschechische Republik. Und die obere wird jetzt praktisch mehr oder weniger stillgelegt oder wird boykottiert. Die südliche bleibt weiterhin offen mit zeitlicher Frist. Die sollen dann auch komplett, die Ungarn nämlich, auf diese Öllieferungen verzichten und sich in dieser Zeit dann eben Alternativen besorgen. Wichtig auch noch, dass etwa Sberbank vom SWIFT ausgeschlossen wird. Die Sberbank ist mit die bedeutendste russische Bank überhaupt, und dass einige Asset Freezes wieder passieren, also Vermögen eingefroren wird, etc. etc. Also es ist nicht nur Öl, aber es ist eben Öl auch. Und was man hört, ist, dass bereits schon jetzt am nächsten Sanktionspaket gearbeitet wird. Hier sehen wir mal den Ölpreis. Der geht nach oben. Wir sind jetzt auf einem 12-Wochen-Hoch und das sieht nach meiner Auffassung bullisch aus. Wir haben den Aufwärtstrend schön verteidigt und gehen jetzt weiter nach oben. Das spricht also für weiter steigende Ölpreise. Weiter steigende Ölpreise heißen höhere Tankstellenpreise, tendenziell gut. Wir in Deutschland kriegen ab morgen ja eine kleine Subvention, wo wir auch erstmal sehen müssen, wie sich das auswirkt. Aber insgesamt heißt das eben doch weiter steigende Energiekosten. Und das ist natürlich auch ein Problem, nicht nur für die Europäer, sondern wenn wir jetzt mal zu dem anderen Komplex kommen, nämlich zur Fed und zu den USA, auch für Joe Biden. Und hier wird es so sein, dass Joe Biden heute den Jerome Powell eingeladen hat nach Washington. Komm, wir wollen mal ein bisschen sprechen über die Wirtschaft und über die Inflation. Janet Yellen ist auch hier dazu gebeten worden, die Finanzministerin. Und Biden hat im Vorfeld am Sonntag
ein Wall Street Journal Artikel verfasst. Man könnte ja auf die Idee kommen, naja, vielleicht wird es den beiden jetzt doch zu heiß. Der hat sehr, sehr wahrscheinlich mit der neuen Nominierung von Powell dem Fed-Chef den Auftrag gegeben, bring mir die Inflation nach unten, weil 40% der Amerikaner nicht mal 1000 Dollar Sparreserven haben. Zwei Drittel der Amerikaner eben von Paycheck zu Paycheck leben. Und wenn dann die Preise so stark steigen, dann heißt das Einschränkungen von Konsum, die kippen aus dem Konsum. Das kann sich ein Politiker nicht erlauben, der in irgendeiner Form bei der nächsten Wahl, nämlich bei den Midterm Elections, eine Chance haben will. Aber Biden hat dann im Wall Street Journal am Sonntag einen Artikel verfasst, wo er gesagt hat, anders als mein Vorgänger nehme ich keinen Einfluss auf die Politik der Fed. Naja, das lassen wir mal unkommentiert, aber ich bin absolut mit der Fed in Übereinstimmung, dass die Bekämpfung der hohen Inflation ist our top economic challenge right now. Also Bekämpfung der Inflation, oberstes Mandat, oberstes Prinzip. Jetzt wendet Sven Henrik ein, naja gut, aber etwa 60 Millionen Amerikaner, die haben diese sogenannten 401k-Plans, also praktisch aktienbasierten Rentensparpläne könnte man das bezeichnen. Und die sind natürlich dann weniger gut gelaunt, wenn die Aktienmärkte nach unten gehen. Alles richtig, aber wir wollen uns nochmal die Begründung von Jerome Powell anschauen, warum diese Bekämpfung der Inflation so wichtig ist. Wir werden alles tun, um die Inflation auf 2% zu bekommen, so hatte Powell kürzlich ja gesagt. Und selbst wenn es schmerzhaft ist, aber noch schmerzhafter wäre es, wenn wir nicht die Inflation bekämpfen, denn dann würden diejenigen, die hart arbeiten, den Wert ihrer Paychecks verlieren, würden also praktisch, die Inflation würde praktisch ihre Löhne auffressen und dann würden wir durch einen much deeper Downturn gehen müssen, dann würden wir durch einen viel tieferen Abschwung gehen müssen. Also die Fed sagt, wir haben die Wahl zwischen Pest und Cholera. Wir entscheiden uns für Cholera, weil Pest ist schlimmer. Wir müssen die Inflation bekämpfen, weil wenn wir es nicht tun, wird der Abschwung, die Rezession noch schlimmer, weil dann, wie gesagt, die Konsumenten aus dem Konsum kippen. Also oberste Priorität, Bekämpfung der Inflation. Jetzt haben wir gehört von diesem Narrativ der Bullen, Peak Inflation, Inflation ihren Hochpunkt erreicht und die Fed wird pausieren. Passt nicht so richtig zusammen und das hat gestern auch ein anderer aus der Fed nochmal bestätigt, dazu gleich mehr. Jetzt schauen wir uns mal eine interessante Grafik an hier von Michael Silver, Figuring Out the Money. Hier sehen wir, ursprünglich stammte von Mark Ungewitter, herrlicher jiddischer Name, Mark Ungewitter. Jedenfalls sehen wir hier, dass wir die letzten drei Handelstage an der NYSE, also der New Yorker Börse, mehr als 80% bei Upside Volume gesehen haben, also mehr als 80% ist in steigende Aktien geflossen und das drei Sitzungen hintereinander, etwas, das relativ selten passiert. Also wir haben eine ziemlich dicke Rallye gesehen und wir sehen, oft war das an Tiefpunkten, als das passierte. Wenn man aber diese roten Punkte mal zuordnet, was damals passiert ist, dann sehen wir, beim ersten Event, nämlich Finanzkrise, QE1 expanded, also Quantitative Easing expanded, Geldpolitik also weiter gelockert. Dann Bernanke kündigt QE2 an, QE2 wird dann angekündigt, dann Operation Twist angekündigt, dann hatten wir die chinesische Stock Market Turbulence und dann QE Unlimited, also praktisch in Reaktion auf den Corona-Crash. Also bei allen Gelegenheiten, bei denen das passiert ist, hat die Fed faktisch ihre Geldpolitik laxer gemacht, nicht gestraft. Jetzt nimmt der Markt an, ja, die Fed wird zurückziehen, die wird also laxer werden. Aber wird sie das wirklich? Gestern hat sich, wie gesagt, ein Fed-Mitglied geäußert, nämlich Waller. Und der ist so um und bei in der Mitte, was die hawkische und dovische Positionierung betrifft. Der ist also jetzt nicht ein Fed-Mitglied, das immer massive Zinsanhebungen fordert, wie derzeit etwa James Bullard. Nein, ist er nicht. Er ist so um und bei in der Mitte und könnte deswegen gut als repräsentativ gelten. Der sagt, ich unterstütze Tightening bei 50 Basispunkten for several meetings. Er spricht also nicht für zwei, sondern für mehrere, was eigentlich mehr als zwei ist normalerweise, Fed-Sitzungen. Er sagt, die Geldpolitik sollte neutral Ende des Jahres sein. Er sagt, wir werden weiter die Zinsen um 50 Basispunkte anheben, bis die Inflation beim Ziel von 2% ist. Die Reduktion der Bilanzsumme, sagt er weiter, entspricht etwa einem
oder ein oder mehreren 0,25 Basispunkte Zinsanhebungen. Und auch wichtig, ich bin optimistisch, sagt er, dass der Labor Market, also der Arbeitsmarkt, höhere Zinsen vertragen kann. Also das ist letztendlich eine klare Absage an das Narrativ der Bullen. Das da lautet, die Fed wird im September aufhören und dann war es das. Erstmal, nun muss das noch bestätigt werden. Wir werden in dieser Woche viele Fed-Mitglieder haben. Mester wird sich äußern. Viele, die so ein bisschen in der Mitte sind, wo man sagen kann, naja, die könnten so in etwa die Mehrheitsmeinung vielleicht wiedergeben. Jedenfalls, was Waller hier gesagt hat, crasht letztendlich dieses Bullen-Narrativ, dass jetzt dann weitere Zinsanhebungen vom Tisch sind. Und wir haben gestern zum Beispiel gesehen, dass die Renditen für Staatsanleihen weiter deutlich wieder gestiegen sind. Etwa die 10-jährige US-Staatsanleihe bei 2,84%, über 10 Basispunkte gestiegen, lag auch, wie ich gleich zeigen werde, an Inflationsdaten aus der Eurozone. Jetzt gucken wir uns mal an die wirtschaftliche Entwicklung, respektive die Stimmung am Markt. Wir haben eines, wir haben eine Abkehr gesehen von Sorgen über Inflation zu Sorgen über Wachstum. Aber wahrscheinlich müssen wir uns über beides Sorgen machen, nämlich eine anhaltend hohe Inflation und anhaltend schwaches oder sogar negatives Wachstum. Wir sehen unten den City Economic Surprise Index, also Abweichung von der vorherigen Erwartung, sehr, sehr negativ in letzter Zeit. Und warum haben, so fragt Jim Bianco, die Amerikaner die höchste Inflation in der entwickelten Welt derzeit? Das liegt daran, dass die USA eben auch am meisten Stimulus gemacht haben. Und jetzt hat die Fed ein Papier vorgelegt und hat mal versucht zu ermitteln, naja, wie viel von dieser Inflation geht auf was zurück? Und dann hat man ermittelt, okay, wir haben 2% Basisinflation, das ist irgendwie immer, das würde ja auch dem Fed-Ziel entsprechen. Dann haben wir 3% Angebotsmangel, eben durch Corona, Lockdowns, Materialmangel, Ukraine-Krieg etc. Und 3% Excess Demand, also überschießende Nachfrage. Also die überschießende Nachfrage in etwa gleich groß wie das zu geringe Angebot an Gütern, vor allem als Treiber der Inflation. Was kann aber die Fed machen? Sie kann diese Nachfrage nach unten bringen. Und genau das will sie tun. Und dass sie das tun kann, sehen wir in dieser Grafik. Hier sehen wir mal das Haushaltsvermögen in Relation zum verfügbaren Einkommen der Amerikaner. Da sehen wir, wie das Viagra-mäßig nach oben geschossen ist. Das ist also sozusagen eine Wohlstandssteigerung, die praktisch ja auf Almosen, auf Schenkungen des Staates basierte. Und wenn wir da ein Stück weit runterkommen, wäre das noch keine absolute Katastrophe. Alf bemerkt hier, dass eben die einzige Chance, die Fed hat, hier die Inflation wirklich effektiv zu bekämpfen, ist, diesen Chart hier nach unten zu bringen durch die Straffung der sogenannten Financial Conditions, wie ich schon öfter betonte. Und wann wird die Fed nervös? Na ja, in vergangenen Zeiten meistens so bei 20% Verlusten, etwa beim S&P 500. Wir waren ja schon kurz im Bärenmarkt beim S&P 500, bevor diese Rallye eingesetzt hatte. Aber das war eben nur Hoffnung. Die Fed hat noch lange nicht umgesteuert, sondern das war die Hoffnung des Marktes, dass die Fed umsteuert. Also von der Seite ist da noch nicht so viel zu erwarten. Es gibt ein paar bullische Entwicklungen. Wir haben Inflows gesehen. Jetzt erstmals in 10 Wochen wieder deutlich Geld eben in Aktien, ETFs und so weiter geflossen. Also wir sehen Zuflüsse, nachdem es lange Zeit Abflüsse gab. Wir sehen, dass Insider wieder verstärkt kaufen, also Firmeninsider. Da sehen wir, dass das Niveau deutlich gestiegen sind. Die sagen sich also, naja, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, dieser Sell-off. Das ist das Positive an der Geschichte. Auf der anderen Seite, worauf basierte diese Rallye? Vor allem auch war es ein Short Squeeze. Wir sehen oben diesen Chart der Most Shorted Stocks, also die meistgeschorteten Aktien. Da geht es massiv nach oben, also Short-Eindeckungen. Und so empfiehlt Tony Pascariello von Goldman Sachs vielleicht zu Recht, die Fed will tighter financial conditions, will also die Geldpolitik strafen. Das wird die Liquiditätssituation verschlechtern für die Märkte. Das wiederum wird Abflüsse aus Aktien bedeuten und das sogenannte E wird unter Druck kommen, nämlich das Earnings-Problem, also die Gewinne der Unternehmen werden leiden unter der Situation, auch durch die Straffung der Geldpolitik. Deswegen sagt Pascariello, okay, wir verkaufen die Rallies, we fade the Rallies. Und schauen wir uns mal Folgendes an, der Nasdaq hat ja jetzt seit
Gefühlt Jahrhunderten kein einziges negatives Jahr mehr gehabt, seit sehr, sehr langer Zeit. Jetzt ist das erste Jahr, wo er deutlich im Minus liegt. Er müsste also schon Strecke machen, um das wieder aufzuholen. Aber oben sehen wir mal in diesem Chart die Trends in Sachen Commodities und Stocks. Wir sehen, dass Stocks möglicherweise peaken, also Aktien, während die Commodities wahrscheinlich ihren Boden gefunden haben. Das wäre auch meine Auffassung. Und neben einem Short Squeeze, den ich versucht habe, vorher durch die Most Shorted Stocks zu zeigen, haben wir auch dünnstes Volumen jetzt bei diesen Anstiegen gesehen. Achten Sie mal auf die zweite Spalte von rechts, hier Volume, was wir hier gesehen haben. Wir sind am Freitag 2,5% gestiegen im S&P 500, aber wir hatten 84 Millionen Kontrakte im SPY, davor auch 2% gestiegen, 82 Millionen Kontrakte. Als es turbulenter war, hatten wir immer so 120, 130 Millionen Kontrakte, die da gehandelt wurden. Das heißt, diese Rallye, die basierte auf sehr, sehr dünnem Volumen. Und das ist ein Warnzeichen nach meiner Auffassung. Hier sehen wir oben mal den SPY, also praktisch das ETF auf den S&P 500, diese dicke grüne Kerze. Und wo ist das Volumen? Das sehen wir hier mit diesem Balken da, der abwärts gerichtet ist. Das Volumen ist sehr, sehr schwach. Dann schauen wir uns unten mal den VIX an, also die Vola. Normal, wenn der VIX steigt, dann fallen die Aktienmärkte. Hier sehen wir im Chart, sind wir an einer Unterstützung, haben eine positive Divergenz oben im RSI, während beim S&P 500 der RSI jetzt schon deutlich wieder über 70 ist, also überkauft ist im kurzfristigen Zeitfenster. Das heißt, kurzfristig wird die Luft relativ dünn. Warum? Diese Bärenmarkt-Rallye imposant war und ich von Anfang an das Gefühl hatte, diesmal ist es ein bisschen anders als bei den vorherigen Bärenmarkt-Rallies, war, dass die Junk Bonds gestiegen waren. Das hatten die nämlich nicht gemacht bei den vorherigen Bärenmarkt-Rallies im S&P 500. Da hat sich da kaum was bewegt, während der S&P 500 dann diese Erholungsbewegungen gemacht hat. Das war diesmal anders. Wir sehen, wie stark diese Erholung bei HYG, das ist das maßgebliche ETF auf die Junk Bonds, wie stark diese Erholung war. Aber jetzt kommen wir an eine Trendlinie. Und es ist zu erwarten, dass hier im Mindesten Gewinne mitgenommen werden, also diese Bewegung nicht so weiterläuft. Und Junk Bonds sind für mich das beste Risikoparameter überhaupt, weil man da sehen kann, wie groß ist sozusagen die Sorge vor Kreditausfällen. Das sind ja Unternehmensanleihen mit schlechter Bonität. Ja, wir haben also gesehen, die Anleiherenditen sind gestern gestiegen. Auch ohne die Amerikaner. Das lag daran, dass die Verbraucherpreise in Deutschland mit 7,9% wieder mal höher als erwartet ausgefallen waren. Auch in Spanien die Inflation höher als erwartet. Das heißt, dass die Löhne, die zwar auch gestiegen sind, aber abzüglich Inflation negativ sind, um 1,8% weiter fallen, die Reallöhne nämlich. Und wir sehen gestern auch die Zahlen zu den Importpreisen in Deutschland mit dem stärksten Anstieg seit 48 Jahren. Energie 157%, naja, das ist Ebbes. Also wir sehen, dieser Inflationsdruck ist in Europa zumindest noch sehr, sehr hoch und dürfte jetzt durch die steigenden Ölpreise, wenn es denn so weitergeht, auch in den USA nicht wirklich abebben. Das heißt, wir steigen vielleicht nicht weiter in der Inflation, aber wir bleiben oben. Und die Fed hat ja gesagt, wir wollen runter auf 2% und wir werden so lange die Zinsen anheben, bis wir bei 2% sind. Neuigkeiten jetzt noch zum Ende hin, meine Damen und Herren, aus China. Einkaufsmanager-Indizes besser als befürchtet, aber beide unter 50, also schrumpfend jetzt aus dem Mai. Das sind die staatlichen Daten. Mal sehen, was dann die Kaixin-Daten ergeben. Wir sehen, dass Omikron jetzt immer mehr verschwindet, dass die Zahlen immer geringer werden aus China. Daher die Lockerungen, die jetzt passieren. Das hat gestern auch dann die Aktienmärkte ein bisschen beflügelt. Und abschließend, meine Damen und Herren, will ich noch auf zwei Artikel verweisen. S&P 500 und Nasdaq, Bärenmarkt-Rally, historischer Abwärtstrend gestoppt. Das große Picture, das große Bild mit sehr großartigen Grafiken, die so vieles auf den Punkt bringen. Erster Artikel, zweiter Artikel, something completely different. Warum die Einführung des 9-Euro-Tickets, die ja auch das ja ab morgen gültig ist, ebenso wie diese Benzinpreisbremse, warum das wahrscheinlich im Chaos enden wird. Wunderbarer Artikel mit persönlichen Erlebnissen garniert. Also diese beiden Artikel möchte ich Ihnen ans Herz legen, werde die unter dem Video verlinken und wünsche jetzt einen wunderbaren Start in diesen Dienstag und sag Servus und Ciao.